es wurde schon angekündigt, es ging ursprünglich um Softwarepatente. Dann habe ich aber gemerkt, bei der Frage Patente als Innovationsmotor, dass es in der Wissenschaft überhaupt kein Maßstab gibt, was ist Innovation, wie misst man Innovation, führt es wirklich zu mehr Innovation oder führt es nicht zu mehr Innovation? Das heißt, die ganzen geistigen Eigentumstheorien, wie der Name schon sagt, die beruhen auf Theorien, ohne dass wir eigentlich eine praktische, empirische Untersuchung zu diesem Thema haben. Und ich habe mir dann überlegt, irgendeinen Maßstab müssen wir haben, dass wir messen können, dass wir vergleichen können, führt es zu besseren Ergebnissen oder nicht. Und habe dann angefangen, mir zu überlegen, wo und wie könnte man das machen. Und bin dann immer weiter zurückgegangen und bin dann irgendwann eben auf, das ist der Titel von dem Buch, die Schleichwerbung. Habe ich nicht reingetan, aber ich habe es drin gelassen. Habe dann geschaut und bin auch zum Ergebnis gekommen, irgendwie, in England haben wir eben seit 1710 ein Urheberrecht in unserem Sinne. Die Autoren hatten damals einen Schutz von 14 Jahren bzw. 28 Jahren. In Deutschland gab es einen wirklich wirksamen Schutz ungefähr erst ab 1840. Und jetzt kennen wir eigentlich alle diese Theorien. Wenn es keinen Urheberschutz gibt, dann besteht für den Verleger kein Anreiz, neue Bücher auf den Markt zu bringen, weil da kommt sofort der böse Konkurrent, der bezahlt den Autor nicht, ist billiger. Es führt also in eine Sackgasse. Das ist die erste. Zweitens, wenn der Autor nicht bezahlt wird, haben wir auch eine Sackgasse, weil die Autoren auf einen finanziellen Anreiz reagieren. Das zweite Argument haben wir jetzt gerade hier gehört bei YouTube. Da haben wir also die ganzen Leute, die umsonst ihre Bildchen da unterbringen wollen oder bei der Social, die arbeiten meistens alle umsonst. Das war damals nicht so. Gleich mal sagen, also in Deutschland haben die Autoren größten Wert darauf gelegt, dass sie was verdienen. Aber das hat nichts daran geändert, dass wir in Deutschland eben, wie man hier sieht, diese Kurve, das sind eigentlich die Zahl der Neuerscheinungen, ohne Urheberrecht. Wir sehen eigentlich den ersten großen Zacken zwischen 1800 und 1810, das war damals, als Napoleon einmarschiert ist. Und wir sehen den nächsten großen Zacken da oben, das war die Einführung des Urheberrechts. Was man jetzt hier nicht sieht, das heißt, also wir hatten viel mehr Bücher, die Bücher in Deutschland waren viel billiger, aber wir hatten auch ein durchschnittliches Honorar, das deutlich über dem der Engländer lag und es auch deutlich über dem liegt, was die Autoren heute bekommen. Das heißt, es war damals ein goldenes Zeitalter für Autoren. Ein Wissenschaftler hat ein Buch auf den Markt gebracht, konnte damit rechnen, dass er so ein Fünftel, ein Viertel bis zum Drittel eines Jahresgehalts eines Professors bekommt, das ohne Urheberrecht. Und das ist also eine ganz interessante Situation. Wie kommt sowas zustande? Dass das natürlich auch extrem dazu beigetragen hat, dass diese Bücher, weil sie so billig waren, verbreitet wurden wie nichts. Und die Volksbildung, also das Deutschland war damals ein armes Land, das hat sich ja nicht mehr richtig gelohnt zu erobern eigentlich. Also, aber wozu das beigetragen hat, haben wir ja im 19. Jahrhundert in der Wissenschaftsexplosion gesehen. Da ist gerade in England ein Buch erschienen, The German Genius heißt es, der schreibt eben, dass die karolingische Renaissance habe in Deutschland stattgefunden und die moderne Wissenschaft sei in Deutschland in diesem Jahrhundert, im 19. Jahrhundert entwickelt worden. Und wenn man reinschaut in die Bücher, wie damals produziert wurde in Frankreich, vor allem in den naturwissenschaftlichen Bereich in Deutschland, dann stimmt das. Das ist völlig richtig, dass also diese ganzen Sachen, dieser moderne wissenschaftliche Diskurs, der wurde damals in Deutschland entwickelt, da wurde die Sprache, die man hatte an der Universität, wo die Leute gesprochen haben, der wurde ersetzt durch die Schriftform, wie man es heute kennt. Der eine schreibt ein Buch, der andere antwortet darauf und so weiter. Das gab es vorher in diesem Sinne, gerade im Bereich der Naturwissenschaften noch nicht und das ist natürlich in Deutschland, das ist in Deutschland entstanden. Ein weiteres Ergebnis, woraus ich gekommen bin, ist, dass ein gewisser Schutz ist eben notwendig für die Urheber. Den gab es damals aufgrund bestimmten Umständen mit der Drucktechnik. Aber zu viel Schutz schadet den Urhebern. Weil sie verdienen weniger, sie verdienen nicht mehr. Das ist also ganz interessant, wenn man sagt, ein bisschen Schutz ist gut notwendig, da denken die meisten, noch mehr ist besser, noch mehr ist noch besser. Das stimmt nicht. Das ist ein interessantes Prinzip. Und für mich geht es jetzt darum, welche Schlussfolgerung ich daraus gezogen habe. Und ich habe jetzt hier die Thematik ernst genommen. Ich habe wirklich probiert, substanziell darzulegen, wie ich meine, wie mein Urheberrecht organisieren müsste für die Zukunft. Und ich möchte anfangen, in Deutschland ist es angesprochen worden, das ist das Persönlichkeitsrecht, das steht immer noch in der Wissenschaft an der ersten Stelle. Wir haben ein einheitliches Recht, das Urheberrecht setzt zusammen aus dem
Vermögensrecht und dem Persönlichkeitsrecht. Daraus wird ein Recht, das einheitlichen Regelungen unterworfen ist. Es lässt sich zwar trennen, Nutzungsrechte kann man übertragen, das Persönlichkeitsrecht bleibt beim Urheber, aber das Problem dabei ist natürlich, dass es ganz unterschiedliche Interessen verfolgt. Das Persönlichkeitsrecht, das ist im 19. Jahrhundert entstanden, meiner Meinung nach ist es eine Art Transfer des Willens ins Recht. Das heißt, der Urheber hat einen bestimmten Willen, ich möchte gern, dass mein Werk so und so behandelt wird, dass ich so und so behandelt werde, dass es mit meinem Namen verknüpft wird, dass es nicht geändert wird. Das ist der individuelle Wille, der mit dem Werk verknüpft ist. Die Nutzungsrechte hingegen, das betrifft die Transaktionen der Personen untereinander, das betrifft den Austausch der Produkte, das betrifft die Kenntnisnahme, da kann eigentlich der einzelne Wille als solcher nicht die Überhand haben, sondern das ist eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Sphäre, der einmal das Werk als solches, wie das dasteht, ob das so bleibt, wie es ist, ob der Name damit verbunden ist. Und das Zweite, die Nutzungsrechte, wie können wir den Austausch organisieren. Deswegen müssen meiner Meinung nach ganz dringend in Deutschland Persönlichkeitsrecht und Vermögensrecht trennen. Beides können wir gesonderten Regelungen zuführen. Das bedeutet keine Aufgabe des Persönlichkeitsrechts, sondern einfach nur, dass wir das Persönlichkeitsrecht besonderen Regelungen unterwerfen, die nicht mit dem Vermögensrecht zusammenhängen müssen. Ich möchte jetzt im Folgenden vor allen Dingen auf das vermögensrechtliche Bereich eingehen, weil bei dem Persönlichkeitsrecht, da sind wir weitgehend einig, also selbst die Creative Commons nimmt ja zum Beispiel auf Namensnennung oder Änderung zulässig oder nicht. Die Verbreitung ist ein anderer Punkt. Beim Eigentum haben wir ja gesehen, Analogie vom Eigentum zum geistigen Eigentum, das entspricht den rechtlichen Regeln. Dabei haben wir zwei Gedanken, meistens, die das System beherrschen. Das heißt, das erste, den habe ich schon genannt, je umfangreicher der Schutz ist, desto wertvoller ist das Recht. Das ist der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke, der auch irgendwie vorhanden zu sein scheint, ist, es wird ja niemandem verboten, schöpferisch tätig zu sein. So kann sich eigentlich jeder ein mehr oder minder großes Stück geistiges Eigentum in der virtuellen Welt erarbeiten, um so zu ernten, was er gesät hat. Das scheint irgendwie so die Grundlage zu sein. Diese Eigentumslogik hat sich auch insbesondere in der Richtlinie 2001/29 von der EU niedergeschlagen. Die ist also hier ganz entscheidend. Das ist jetzt sehr lang hier. Aber sie bringt es eben relativ klar zum Ausdruck, dass heißt, dass diese Rechte für das geistige Schaffen wesentlich sind. Ihr Schutz trägt dazu bei, die Erhaltung und Entwicklung kreativer Tätigkeit im Interesse der Urheber, ausübenden Künstler, Hersteller, Verbraucher von Kultur, Wirtschaft sowie breiten Öffentlichkeit sicherzustellen. Das geistige Eigentum ist daher als Bestandteil des Eigentums anerkannt worden. Wenn Urheber und ausübende Künstler weiterhin schöpferisch und künstlerisch tätig sein sollen, müssen sie für die Nutzung ihrer Werke eine angemessene Vergütung erhalten, was ebenso für die Produzenten gilt, damit diese die Werke finanzieren können. Deshalb ist eben eine rigorose und wirksame Regelung notwendig, die diese Rechte sehr streng schützt. Das ist letzten Endes die Eigentumsanalogie, ergibt sich daraus dann, Grundlage ist hier der Artikel 2 dieser Richtlinie, der eben vorsieht, für den Urheber und Rechtsnachfolger das ausschließliche Recht, die unmittelbare oder mittelbare, vorübergehende oder dauerhafte Vervielfältigung auf jede Art und Weise und in jeder Form ganz oder teilweise zu erlauben oder zu vervielfältigen. Das ist also ein extrem umfassenden Schutz, den wir hier gewährt bekommen haben, nicht wir gewährt bekommen haben, der gewährt wurde. Und der Gedanke, der dahinter steht, ist auch relativ simpel. Indem wir eine Abweichung vom normalen System dem Urheber ein Sonderrecht einräumen, kann er den Wettbewerb mit dem gleichen Produkt eigentlich ausschließen. Das ist eigentlich der Haupthintergedanke, weil wenn ich das Buch oder meine CD rausbringe, da kommt der andere, bringt sie auch raus, weil er sie kopiert, diesen Wettbewerb, den kann man verbieten. Also man gibt dadurch dem Rechtsinhaber die Möglichkeit, einen höheren Preis zu verlangen, als der Preis, der sich unter Wettbewerbsbedingungen einstellen würde. Wettbewerb bedeutet hier, dass jedermann das gleiche Produkt anbieten kann. Der Unterschied ist relativ einfach zu erkennen, wenn man sagt, ein Urheberrecht kostet eine CD 15 Euro und würde sie vielleicht 2 oder 3 Euro kosten. Dieser Preisaufschlag von 500-700%, das ist die Monopolrente. Die wird eben erst möglich durch das Ausschließlichkeitsrecht. Ohne das Ausschließlichkeitsrecht würden die Preise sinken.
Es handelt sich insofern eigentlich um eine mittelbare finanzielle Förderung, eine Art Subvention, indem wir eben sagen, der Staat gibt Geld hinzu zu der Produktion, wie bei der Abwrackprämie, wo er sagt, hier hast du 2.500 Euro, wenn du das Auto abwrackst. Hier funktioniert die Subvention auch über Geld letzten Endes, aber indem man sagt, du kannst einen höheren Preis verlangen als unter normalen Bedingungen, wie jeder Schuster, der mit dem anderen Schuster im Wettbewerb steht, der muss eben sich an den Kosten orientieren, an seiner Arbeitszeit und solchen Sachen. Das fällt hier in vielen Bereichen weg. In manchen Bereichen funktioniert es. In manchen Bereichen haben wir sehr niedrige Preise, im belletristischen Bereich, aber bei Wissenschaft zum Beispiel haben wir sehr hohe Preise, im Musikbereich haben wir sehr hohe Preise und da wirkt das Ausschließlichkeitsrecht wirklich zu einer Erhöhung, trägt extrem zur Preiserhöhung bei. Jetzt haben wir aber wiederum jetzt das Problem, das wir dadurch haben, dass diese Förderung der Urheber durch das Monopol erfolgt. Das führt eigentlich zum höheren Preis und dieser Preis, kann man sich vorstellen, wenn jemand ein Budget hat von 40 Euro, will davon Bücher kaufen, die Bücher kosten 20 Euro, kann er sich zwei Bücher kaufen. Hat ein Budget, kosten die Bücher nur 10 Euro, kann er sich vier Bücher kaufen. Ganz einfach. Jetzt, zu was führt dieser höhere Preis? Der führt dazu, dass anstelle von vier Büchern vier Autoren profitieren, nur noch zwei Autoren profitieren. Das heißt, durch den höheren Preis gehen eigentlich zwei Autoren schon mal leer aus. Die fallen aus diesem System raus. Und das Ganze wirkt sich natürlich in allen Ebenen fort. Das heißt, eine Bibliothek, die sammelt ja sozusagen Interessen, die hat ein Budget von 2 Millionen für einen bestimmten Zeitraum, sind die Bücher sehr teuer, werden einige Bücher nicht angeschafft, fallen raus, andere kommen rein in das System und haben damit höhere Einnahmen. Das heißt, wir haben also hier schon mal, das ist auch wahrscheinlich einer der wesentlichen Gründe, je höher der Preis ist, desto mehr scheiden aus dem System. Das heißt, wir fördern sozusagen nur noch einen Teil der Leute. Die anderen scheiden aus, weil sie gar nicht daran teilnehmen können. Das ist eine ganz normale Folge dadurch, dass der Preis höher ist. Das nächste, was nun passiert ist, wir knüpfen eigentlich fast nur an den Erfolg an. Wenn wir nur an den Erfolg anknüpfen, an den Markterfolg, an die Stückzahlen, ist es einfach ganz einfach, wenn einmal ein geistiges Gut geschaffen ist, dann entstehen dadurch keine Kosten mehr. Ob man es jetzt 100 Mal oder 100.000 Mal kopiert, verursacht keine Kosten mehr. Die Folge davon ist, dass letztendlich nur der Erfolg maßgeblich ist für die Einnahmen. Und das führt dazu, dass natürlich die Bestseller extrem viel verdienen und der Durchschnitt, der sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Und es ist also das Ergebnis, was wir eigentlich schon in England gesehen haben. Da waren es ganz vereinzelte Bestseller. Der Robertson hat gut verdient, der Gibbon hat gut verdient, weil der Scott hat extrem gut verdient. Und der Durchschnitt, die haben fast nichts verdient. Das heißt, wer geschrieben hat damals in England mit Urheberrecht, damals, der musste sich auf andere Art und Weise finanzieren. Das hat sich nicht gelohnt. Das waren Leute, die aus reichen Häusern gekommen sind oder sonstige Sachen. In Deutschland war das anders, wie gesagt, die haben ein Vierteljahresgehalt vom Buch bekommen oder ein halbes Jahresgehalt von dem Professor. Für den Durchschnitt hat es sich damals also wirklich auch gelohnt. Meiner Meinung nach hängt auch diese Hochzeit, die wir damals hatten in Deutschland, damit zusammen, dass dieses ganze System, der Goethe ist ja nicht, schreibt ja nicht 1806, bringt einen Faust raus. Das ist ja nicht so, dass wir dastehen und sagen, 1806 schreibe ich Faust, weil ich Schutz habe oder nicht, sondern das fängt ja 1770 an. Da fängt er an und überlegt sich, werde ich Schriftsteller, werde ich kein Schriftsteller, kann ich davon leben, kann ich nicht davon leben. Und dann entwickelt sich ja daraus. Das heißt, das ganze System greift hier ineinander. Und wenn wir da hinkommen müssen, dann müssen wir schauen, dass wir nicht so sehr an diesen Erfolg bei den Bestsellern anknüpfen, weil dann haben wir so eine Art Lotteriespiel, sondern wir müssen schauen, dass wir mehr in den Durchschnitt hineingehen. Dass sich da müssen wir reinschauen. Gut. Das war dieser eine Punkt. Die Ergebnisse sind relativ klar. Also das Urheberrecht führt eben zu Vorteilen bei vielen. Das sind vor allen Dingen die führenden Verleger. Es gibt genügend Verleger, denen es geht sehr schlecht. Die Krebs, ganz klar. Aber bei den führenden Verlegern führt es zu Vorteilen und bei einigen Bestsellerautoren. Es hat Nachteile für den Großteil der Urheber. Und hat natürlich auch Nachteile für die Konsumenten, die höhere Preise zahlen müssen, die eine geringere Auswahl haben.
Das heißt, Urheberrecht ist an sich nicht geeignet, den Zweck, so wie es jetzt gestaltet ist, nicht geeignet, den Zweck zu erfüllen, den es eigentlich vorgibt zu haben, erfüllen will. Jetzt wird natürlich dann eingewandt, das ist der erste Einwand, der kommt, gegen diese Eigentumslogik wird eingewandt, es sei kein Eigentum, weil, wenn ich eine Musik digital runterlade, nehme ich niemand anderes was weg. Das ist völlig richtig, der andere hat es immer noch, der ist in der Datenbank drin, in der Datenbank ist die Datei immer noch drin. Wenn ich was runterlade, nehme ich niemandem was weg. Das ist wie bei der Speisung der 5000. Ich habe zwei Fische, fünf Brote und trotzdem können 5000 Leute damit satt werden und hinter bleiben immer noch zwei Körbe mit Brot übrig. Das ist bei den geistigen Gütern so, weil sie nicht knapp sind. Deswegen wird also dann teilweise gesagt, man müsste überhaupt keinen Schutz haben. Das ist allerdings bei digitalen Sachen meiner Meinung nach auch nicht sinnvoll. Und zwar, es ist zwar richtig, dass geistiges Eigentum kein Eigentum ist, sagen wir mal so. Und es wird auch nichts weggenommen. Aber was passiert ist, der eine gibt etwas und der andere nimmt etwas. Das heißt, es findet ja schon eine Transaktion, ein Tausch statt. Und der eine ist bereichert, zumindest in diesem Sinne, dass er etwas hat, was er gerne haben möchte, obwohl er der andere nichts weggenommen hat. Der hat es ja immer noch. Aber diese Frage Eigentum, kein Eigentum und so weiter, diese ganzen Unterscheidungen, die kommen aus der Welt der körperlichen Dinge, die haben damit eigentlich gar nichts zu tun, weil wir im Bereich der geistigen Produktion sind. Das heißt, wenn man jetzt hierher geht und sagt, mit einer digitalen Kopie nimmt man nichts weg, dann macht man meiner Meinung nach einen großen Fehler, weil dann sind die Leute, die geistig tätig sind, darauf angewiesen, auf andere Art ihr Geld zu verdienen, was auch nicht der Sinn ist. Wir leben nun mal in einer Gesellschaft, wo beides notwendig ist. Das heißt, wir leben in einem System, wo wir einen Schuhmacher genauso brauchen wie einen Professor oder wie auch immer. Also wir brauchen die alle. Und wenn man den einen die Möglichkeit gibt, was zu bekommen und den anderen, den geistig Tätigen, diese Möglichkeit nicht gibt, dann schließt man die aus diesem System der Bedarfsdeckung aus. Das ist also dadurch gestört. Und wenn es dadurch gestört ist, wird natürlich auch dieses gesamte System letzten Endes gestört, aber wir von beiden abhängig sind. Ein weiterer Ansatz, den es gibt, ist dieser Ausgleich, die gerechte Balance zwischen den Urhebern und der Öffentlichkeit. Hierzu möchte ich nur relativ kurz was sagen. Also im wissenschaftlichen Bereich, das sind die Konsumenten meistens, zugleich die Produzenten. Übersehen wird in dieser ganzen Runde auch natürlich die Verleger, die klammheimlich bei den Urhebern moralischen Unterschlupf suchen, obwohl sie aus eigenen Interessen den Urhebern möglichst wenig zahlen wollen. So haben wir in der Wissenschaft das merkwürdige Ergebnis, dass die Wissenschaftler die Bücher produzieren und Bücher kaufen, wenn es auch oft mittelbar über Bibliotheken geschieht, und die einzigen, die wirklich dabei Geld verdienen, das sind die Verleger und der Handel. Das ist zurzeit eigentlich die Praxis. Viele Verleger zahlen, Autoren zahlen auch noch drauf, dass sie überhaupt veröffentlicht werden. Das heißt, soweit es um die Schaffung von neuen Werken geht, sollte der Zugang zu den Vorleisten von den anderen im besten Fall umsonst und frei möglich sein. Jede Behinderung auf wissenschaftliche Vorarbeiten zuzugreifen, behindert zugleich die effiziente Schaffung von neuem. Wir haben ja also nicht irgendwie so einen Punkt, das sind die Urheber, das ist die Öffentlichkeit, sondern das greift natürlich auch in diesem Bereich extrem ineinander. Auch bei der Kunst haben wir ja dieses Element, das sieht man ja daran, an diesen Stilelementen. Da folgt ja der eine Stil auf den anderen. Es ist ja ganz klar, dass das nicht plötzlich jeder die Romantik erfunden hat oder die Klassik aus sich heraus, sondern da hat natürlich jeder bei dem anderen geklaut, gestohlen, die Stilelemente übernommen und dann was Eigenes beigefügt. Das entspricht immer ganz einfach der menschlichen Entwicklung. Das ist hauptsächlich Rezeption von dem der Umwelt, das ist die Wiederholung von dem, was wir aufgenommen haben, die Verarbeitung von dem, und manche schaffen dann wirklich auch was Neues, das sind nicht so viele, die wohl wirklich was Neues schaffen, aber das ist auch der entscheidende Grund dafür, dass wir aufnehmen können, lernen können, die Vorarbeiten übernehmen können, dass wir eben nicht jeden Tag neu in der Steinzeit anfangen müssen. Wenn wir nicht die ganzen Vorarbeiten nutzen könnten, würden wir theoretisch in der Steinzeit. Jeder müsste auf Null anfangen. Das ist ganz klar. Also mein Ansatzpunkt ist sehr ökonomisch.
Das heißt, ich sage, das geistige Ergebnis ist nicht knapp. Wenn es da ist, ist es da. Und es soll am besten frei nutzbar sein. Darüber besteht eigentlich unter den Ökonomen zumindest kein Zweifel. Es sei denn, es fällt unter den Geheimen. Es soll nicht geheim werden, aber wenn es einmal veröffentlicht ist, dann ist es am besten frei verfügbar. Was knapp ist, oder auch die noch nicht vorhandenen, darauf stellen viele Ökonomen ab, die noch nicht vorhandenen Innovationen, die sind auch nicht knapp, weil die sind einfach nicht da. Was nicht da ist, kann nicht knapp sein, sondern es ist einfach nicht da. Wir wissen auch gar nicht, was kommen wird. Das Einzige, was knapp ist, ist die Arbeitskraft derjenigen, die Sachen produzieren. Das ist hier die Frage eben, wie schaffen wir, gerade vorhin wird es angesprochen, die Allokation von solchen Sachen. Im Wesentlichen geht es darum, wie schaffen wir, dass diese Leute arbeiten können, weil darum geht es. Ein Roman, wenn er halb fertig ist, der wird mit geistigem Eigentum nicht fertig, sondern er wird fertig, wenn der Autor ihn fertig schreibt. Und so ist es eigentlich mit fast allen Dingen. Das geistige Eigentum nützt da überhaupt nichts, bringt auch nichts. Was mir relativ wichtig ist, ist, dass wir bei so einem Rechtssystem uns an der Nachfrage orientieren. Das heißt, wenn jetzt die Leute hier bei YouTube ihre Filme reinstellen, sollen sie es machen. Da interessiert mich rechtlich eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil das ist ein System, da kann man die Nachfrage erkennen oder nicht, die wollen das nicht oder so. Das ist auch keine großartig zeitaufwendige Sache oder sonstige Sachen. Wir müssen schauen halt wirklich, dass wir diese Leute, die wirklich engagiert sind, dass wir auch die dazu bringen, dass die arbeiten können und dass die es auch machen. Und deswegen ist für mich aber umgekehrt, wenn wir das Recht gewähren, dann geschieht es natürlich im Wesentlichen, die Gesellschaft gewährt das Recht, weil die Gesellschaft natürlich auch sich gewisse Vorteile davon erhofft. Und deswegen sage ich, wir müssen schon Leistung und Gegenleistung miteinander verknüpfen. Und dafür ist wiederum, es leid mir tut, ich weiß, kein besseres Modell, das Monopol am besten. Ich halte solche Sachen wie Flatrates oder so, die halte ich aus den Gründen, die gerade eben schon angesprochen wurden. Da schaffen wir, außer dass wir einen riesigen, merkwürdigen Verwaltungsapparat schaffen, schalten wir vor allem die Orientierung am Bedarf aus. Das heißt, man sieht es im Internet zum Beispiel, je billiger das ist, desto besser merkt man sich auch, was die Leute haben wollen. Aber umgekehrt, dadurch, dass man sieht, was die Leute haben wollen, weiß man auch erst, was zu produzieren ist. Und es funktioniert natürlich, wenn wir alles über eine Flatrate abmachen, kriegen wir meiner Meinung nach Probleme, die richtigen Anreize zu schaffen für Sachen, die den Anreiz, die Sachen zu schaffen, die teilweise sehr mühselig sind, aber trotzdem sehr nützlich sind. Zum Beispiel Lehrbücher für solche Leute zu schreiben oder so, das ist sehr viel Aufwand. Ich habe aber meine Probleme, ob wirklich jemand sich jetzt hinsetzt und so ein Anfängerlehrbuch schreibt, weil es ist letzten Endes ein Profi, ist das sehr langweilig. Das heißt, der sitzt da und langweilt sich und es sind solche Probleme, wie schaffen wir solchen Anreiz? So, ich habe mir jetzt einen Vorschlag überlegt, der beruht natürlich im Wesentlichen auf meinen Erfahrungen im Buchmarkt oder mit dem CD-Markt, also mit diesen Märkten, und der ist sehr konkret im Vergleich zu dem, was wir gerade vorhin gehört haben. Das heißt, wir müssen zuerst einmal unterscheiden zwischen den Urhebern und den Verlegern. Die haben ja ganz unterschiedliche Interessen, ganz unterschiedliche Aufgaben. Der Verleger, das ist jemand, der nimmt die Ware in seinen Vertrieb rein, der produziert die, verwendet die wie ein Produzent oder von mir aus wie ein Pferdehändler, das ist mir egal. Der mag auch eine persönliche Beziehung haben und so weiter. Das ist alles. Aber es ist im Wesentlichen ein Unternehmer. Ein Unternehmer arbeitet am besten, wenn er im Wettbewerb steht. Wissen wir. Sonst hätten wir keine Marktwirtschaft, sonst würden wir immer noch mit den Zünften arbeiten. Das heißt, ich sage, die Verleger können ein exklusives Schutzrecht, wie auch immer man das jetzt bezeichnet, einen Zeitvorsprung, keine exklusiven Schutzrechte erwerben, sondern einen exklusiven Vorsprung von maximal 6 Monaten, steht hier ja ungefähr 6 Monate. Das ist angemessen. Bei den meisten Filmen ist in den ersten 2-3 Wochen der größte Teil des Umsatzes schon drin. Bei den Büchern im ersten halben Jahr. Das reicht völlig aus für einen Verleger, dass der einen Anreiz hat,
ein Buch auf den Markt zu bringen, einen Film auf den Markt zu bringen. Damit hat er eigentlich seine Hauptaufgabe erstmal getan. Das ist seine Aufgabe, das Buch auf den Markt zu bringen, zu produzieren, das Risiko einzugehen und wir sehen es, das funktioniert. Es funktioniert bestens, wenn man in Deutschland die Verlage anschaut, 1753 gegründet, 1760, 1770. Diese ganzen Verlage, die sind alle in dieser Nachdruckzeit entstanden. Die sind alle nicht pleite gegangen. Hier in dieser Zeit, von 1770 bis 1790, das war diese Hochphase des Nachdrucks, da wurde angeblich bald jedes Buch, das auf den Markt kommt, und der am meisten nachgedruckt wurde, das war der Verleger Erasmus, Philipp Erasmus Reich, Weidemannsche Buchhandlung. Der hat am Schluss, 1787 ist er gestorben, hat er ein Vermögen, letzten Endes für die Inhaberin des Verlages, die Frau, die Witwe Weidemann war das, Vermögen angehäuft, das ungefähr den Wert von 3/4 der Frauenkirche hatte, die in Dresden gebaut wurde. Also die hat 288.000 Taler gekostet. Vermögen, das trotz dem Nachdruck, obwohl am meisten nachgedruckt wurde von allen, waren 288.000. Die Kirche, er hat 200.000 Taler hinterlassen. Also man konnte damals verdienen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, für den Urheber habe ich einen Schutz vorgesehen von 5 bis maximal 10 Jahren. Das Ziel ist, wie gesagt, so früh wie möglich Wettbewerb zuzulassen. Also wenn das exklusive Nutzungsrecht auf Verleger übertragen werden kann, wird es in der Regel auf Verleger übertragen. Das ist ein bestimmter Mechanismus, den habe ich in meinem Buch relativ ausführlich dargestellt, möchte ich jetzt nicht darstellen. Die Praxis zeigt aber auch, dass das so ist. Fast alle Urheber übertragen das exklusive Recht auf Verleger, auch wenn sie Vertragsfreiheit es nicht müssen. Es passiert einfach. Hat bestimmte ökonomische Gründe, ganz einfach, der Verleger zahlt mehr, wenn es exklusive Recht bekommt. Also überträgt man es dem Verleger. Für die Urheber ist es aber nachteilig, wenn die Verleger die Monopolposition erhalten. Das ist nicht dann schädlich, wenn es einzelne sind, aber wenn plötzlich alle Werke monopolisiert sind, dann haben wir einen Markt, wo es nur noch Monopolprodukte gibt. Nur Produkte, die zum Monopolpreis auf den Markt kommen. Das ist, je länger die Schutzfrist ist, desto mehr Rechte, desto mehr Werke, die sind vorhanden, sind Monopolpreise. Es gibt, das ist dieses Problem zum Beispiel, was die Verwerter jetzt haben, ist, dass wir irgendwann demnächst laufen diese Sachen, die Aufnahmen aus den 40ern, 50ern, 60er Jahren und dann sinken da die Preise plötzlich. Dann gibt es sie plötzlich bei 2001 diese Preise billig. Und dann fängt der Markt an, das wird gefährlich für diese Verleger, weil da bröckeln dann die Monopolpreise in den anderen Produkten auch. Das heißt, für die Verleger ist es am besten, wenn alle Preise hoch sind, durchgängig. Durchgängig hoch, da verdient man am meisten. Auch für den Handel ist es gut. Ein Handel, ob ein Buchhändler oder ein Verkäufer eine CD für 15 Euro verkauft oder 5 CDs für 3 Euro, macht man den gleichen Umsatz aus. Aber der Gewinn ist natürlich mit einer CD, die er für 15 verkauft, besser. Da muss er weniger arbeiten, muss er weniger Buchhaltung machen, muss weniger Lager haben, es ist alles billiger. Das heißt, je höher die Preise sind, desto besser ist es für die Verleger und desto besser ist es für den Handel zum Beispiel. Bis zum gewissen Niveau, dann geht es wieder bergab. Für die Urheber, haben wir gerade vorhin gesehen, ist es anders. Also, für die Urheber ist es nachteilig, wenn die Verleger eine Monopolposition erlangen können und vor allen Dingen die Aggregation vieler einzelner Rechte in Händen weniger Verleger führen dazu, dass diese Leute letzten Endes den Markt bestimmen, den Markt beherrschen, die haben die ganzen Vertriebskanäle, die haben dieses ganze System in den Händen und die können es auch steuern. Dann ökonomisch lässt sich nur ein Schutz rechtfertigen, der dem Verleger die Möglichkeit verschafft, die besonderen Kosten des Erstanbieters zu decken. Ein weitergehender Schutz ist weder notwendig noch wünschenswert. Ein zu langer Schutz nützt aber auch dem durchschnittlichen Urheber nichts. Die meisten Bücher sind nach 3-4 Jahren tot. Nach 10 Jahren, wenn da noch Bücher verkauft werden, dann tröpfen da vielleicht 10, 15 Euro rein im Jahr. Aber mehr ist es nicht, was da reinkommt.
Also, was soll durch mein Modell erreicht werden? Als erstes, es besteht ein hinreichend hoher Anreiz für Verleger, neue Werke auf den Markt zu bringen. Innerhalb der ersten 6 Monate wird mit den meisten Werken der Großteil des Umsatzes erwirtschaftet. Der Verleger muss sich beim ersten Vertragsschluss mit dem Urheber bereits berücksichtigen, dass er nach 6 Monaten von besseren Angeboten von Wettbewerbern überholt werden kann. Für die Konsumenten, fangen wir mal da an, ergeben sich bedeutende Vorteile, weil nach 6 Monaten der Wettbewerb kommen kann, ist der erste Verleger gezwungen, das gesamte wirtschaftliche Potenzial, das im Werk steckt, eigentlich vollständig auszuschöpfen. Wenn er das nicht macht, dann lässt er eine Marktlücke. Eine Marktlücke heißt sofort, wenn Wettbewerber da, ich rate da, zum Beispiel bei den E-Books, ein Buch kommt auf den Markt und sagt sich einer, das bringe ich als E-Book auf den Markt, da denke ich, dass ich einen Gewinn machen kann. Gehe ich also hin zu dem Autor, zahle ihm Geld, nach 6 Monaten bringt es auf E-Book auf den Markt. Dann haben wir sozusagen diese Marktlücke, dieses Schließen. Das heißt, erst dadurch besteht auch dieser Zwang, dieses typische Monopolistengeschäft, lange die Preise hochzuhalten, wird erst dadurch eigentlich unterbunden, dass wir reingehen und ihn zwingen, den Wettbewerber zu fürchten. Für die Urheber sollte dies auf Dauer zu einer Verbesserung führen, weil andere Verleger mit besseren Angeboten den Autor abwerben können und die alsbaldige Markteintrittsmöglichkeit von anderen Verlegern, also bereits bevor die typischerweise die Nachfrage erschlossen ist, deswegen sage ich, 6 Monate ist so schon die Grenze, viel länger ist es schädlich, sollte eigentlich bereits zu höheren Honoraren beim ersten Vertragsschluss führen. Ganz einfach deshalb, ja, kommen wir gleich noch dazu, ja. Der Erstverleger hat durch die entsprechende Gestaltung seines Angebots weiterhin die Möglichkeit, Alleinanbieter zu bleiben. Und so würden auf Dauer letzten Endes vor allen Dingen die Verleger Erfolg haben, die dem Urheber hohe Honorare zahlen und zugleich die Nachfrage am besten befriedigen. Wieso sollte es zum Beispiel heute angesichts der digitalen Kopiermöglichkeiten nicht möglich sein, dass beim Verkauf einer Datei aus der Datenbank der Urheber 80% des Umsatzes bekommt? Der Verleger hat diese Kosten überhaupt nicht, für den kostet das überhaupt nichts. Das ist ein ganzer reiner Automatismus mit den ganzen Abbuchungen. Das heißt, wieso bekommt der heute der Urheber relativ wenig? Wieso sollte er nicht diese Marktmacht bekommen, dass er sein Einkommen auf 80% erhöht? Das ist die Aufgabe vom Urheber, ist natürlich den Urheber zu schützen und nicht den Verleger möglichst viel Gewinn zu verschaffen. Die Verleger, wie gesagt, meine ich, sollten ganz normal, wie jeder andere Unternehmer, so wie Aldi im Wettbewerb steht, so sollte jeder andere Unternehmer an für sich im Wettbewerb stehen. Gleichzeitig, durch diese relativ kurze Schutzfrist von 6 Monaten mit den neuen Büchern, reduzieren wir ziemlich zügig den Gewinn mit älteren Titeln. Das führt wiederum dazu, dass die Verleger eigentlich eine Nachfrage haben nach neuen Titeln. Weil sie eigentlich nur mit neuen Titeln können sie höhere Gewinne erwirtschaften. Das wiederum verbessert die Verhandlungsposition der Autoren. Und da jederzeit Wettbewerb möglich ist, werden vor allem die verlegerischen Leistungen bei den Verlegern gefordert. Der Verleger produziert eben nicht mehr in der gesicherten Monopolposition, sondern bei jedem Werk in einer angreifbaren Position. Das heißt, dadurch steigt der Anreiz, Größenvorteile durch günstigere Angebote auszunutzen. Gewinnen tun letzten Endes die Verleger, die sich natürlich am besten in dem Bereich kümmern, von wo aus ihre Vertragspartner haben. Das ist einerseits die Urheber und die andere Seite die Konsumenten. Und deswegen, also das ist ein sehr konkreter Vorschlag von mir, der natürlich jetzt etwas abweicht von diesen vorhergehenden Vorträgen und ich möchte es jetzt beenden. Danke.